Für 100 Wirtschaftstreibende des Bezirkes Hartberg-Fürstenfeld war es ein spannender und informativer Abend. Die Stadthalle des Zentralortes des Thermenlandes war Austragungsort eines Business Matching, einer Geschäftskontaktvermittlung 2.0. Den Ablauf regelte quasi als Zeremonienmeister Toni Ferk, der diese Art des Speed-Datings entwickelt hat. Wir setzen auf organisierte Speed-Datings, das heißt im Vorfeld wird bereits gematcht und vereinbart, wer mit wem sprechen möchte. Und wir planen dann im Hintergrund diese Gespräche und bei der Veranstaltung haben die Unternehmer dann eine Viertelstunde Zeit, gezielt über ihr Geschäft, über ihre Kooperationen zu sprechen. Veranstaltet wurde dieses Business Matching von der Wirtschaftskammer Steiermark. Diese Veranstaltungen sind gerade nach dem Hochfahren nach der Pandemie essentiell. Gerade die kleineren Unternehmer bekommen die Möglichkeit, sich zu matchen, neue Geschäfte, neue Kooperationen zu machen und mit Erfolg gekrönt ist jeder Abend. Die Regeln sind einfach. Gesprächsstart und Gesprächsende werden mit einem Glockensignal angezeigt und gemessen. Gemessen wird mit einer Sanduhr. In 15 Minuten muss man alles untergebracht haben, also auch ein bisschen Elevator-Pitch. Und von dem her ist es auch eine gute Übung für die Unternehmer, dass sie mit ihren Themen schnell auf den Punkt kommen. Rasch auf den Punkt zu kommen ist auch deshalb wichtig, da hier Möglichkeiten zu Gesprächen mit VertreterInnen von Leitbetrieben aus der Region bestehen. Weil es einfach erfahrungsgemäß nicht so einfach ist, an die Geschäftsführer und so weiter ranzukommen. Ich darf vielleicht das Beispiel nennen, jetzt die Frutura, die heute hier ist, die so viele Gesprächsanfragen bekommen hat, dass eine Person gar nicht gereicht hat, sondern dass sogar mehrere Personen mitkommen mussten, um mehr oder weniger alle Gesprächsführer Wünsche erfüllen zu können. Wir nehmen teil, weil es einfach spannend ist, die Betriebe aus der Region kennenzulernen und auch zu sehen, was wird eigentlich alles abgebildet in der Region an Kompetenzen. Das ist einem teilweise gar nicht so bewusst, gerade wenn es um kleinere Betriebe geht. Bei 100 Teilnehmern sind dies für einen Abend 400 Kontakte. Und diese Möglichkeit, sich an einem Abend 400 Mal zu präsentieren, macht so eine Veranstaltung auch über die Bezirksgrenzen hinaus wichtig. Wir machen immer wieder die Erfahrungen, dass sich die Unternehmer, oft auch die Nachbarn, nicht wirklich kennen. Und was mir besonders gefällt, dass diese zwei Bezirke, Weiz und Hartberg-Fürstenfeld, hier gemeinsam sich austauschen und sozusagen über die Grenzen hinweg Kontakte stattfinden. Was sind Ihre Erfahrungen jetzt damit? Dass es einfach ganz unkompliziert ist und dass dieser erste Schritt, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und über sein Business zu sprechen, die Hürde ist sehr niedrig. Es ist eigentlich sehr gut eingeteilt, es ist sehr knapp eingeteilt. Also man muss sich schon bemühen, dass man alles unterbringt in diesen 15 Minuten. Wenn man dann einmal in dem Flow drinnen ist, dann geht es eigentlich schon recht gut dahin. Die Unternehmer bereiten sich natürlich auch vor, sie suchen sich ihre Gesprächspartner natürlich auch perfekt aus. Was brauche ich dazu, um meinen Erfolg zu steigern, aber auch der andere, der Gesprächspartner, was erwartet mich bei meinem Gesprächspartner, der mich eingeladen hat. Und somit, glaube ich, gibt es heute zahlreiche Erfolge zu feiern der Unternehmer, wo die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Zukunft auch gegeben ist.